Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Near Replicant. Und zwar das Remaster und das Ende D. Und zwar hatte ich ja schon letztes Mal angekündigt gehabt, dass ich das Ende D erreichen möchte. Ich hatte nur Angst, den vorherigen Speicherpunkt zu laden. Deswegen habe ich bis hierher jetzt schon mal gespielt. Oh, ist ganz schön laut, oder? Hab deshalb bis hierher jetzt gespielt und dachte mir so, hey, ab dem Fight mit dem Shadow Lord, da kann ich dann die Aufnahme starten. Und ja, was soll ich sagen? Hat gar nicht mal so lange gedauert, also muss ich sagen. Also ich habe jetzt wirklich den Speicherpunkt geladen, nachdem wir das Ende C erreicht hatten. Hab so 2 Stunden gebraucht, glaube ich, für alles. Also wieder diese Einzelteile sammeln und pipapo und diese Quest mit dem Schiffswrack. Und wie man sehen kann, ich habe die Waffe hier auch voll upgraded. Deshalb benutze ich sie jetzt einfach mal. So. Wir überspringen mal das hier. Wir wissen ja, bis wohin wir spielen müssen. Und zwar bis zum Fight mit Kaine. What's wrong? You're freaking me out here, Vice. What are you doing? Come so. Just do it. Strike the king. So. Weiß opfersicher, damit wir ihn besiegen können. Das kennen wir auch schon. I have something to defend. I have a reason to live. So. Dreimal schön in den Rücken gestochen. So. Wir töten ihn. Zack. Oh. Der einstige und letzte Genuss wird den Shadow in weniger als 4 Minuten und 20 Sekunden. Well, ain't that precious. So, das kennen wir auch schon von Ende C. Hier ist. I'm gonna swallow you up, sunshine. Gonna swallow you whole. Und zwar hier ist unsere Schwester und hier ist Kaine. Mit ihr sprechen wir jetzt mal. Listen, the shade inside me is growing. Soon. I can't hold it back anymore. Kaine, you have to fight. You... Just shut up and listen to me. So, dann geht's jetzt mal los wieder. Sunshine, it's not like I can stop it.
Ich kann nicht blocken. Ah, doch. Der hat Blocken hier hingelegt. Okay. Because you were with us, Kane. I'm who I am today because of you. I'm not going to give up on you. I'm not going to abandon someone I love. I'm going to save you. I swear it! So. Jetzt müssen wir, glaube ich, gegen sie kämpfen, oder? Well, who said that? It don't matter, so don't ask. Just shut up and listen. Wait. I said... And listen! There's a way to save Kaine's life, all right? But you're gonna have to make a difficult decision. I'll do whatever it takes. When the time comes, I'm going to pin Kaine down. And as soon as I do, you need to stab him in the heart. No, I can't! Fine. Don't believe me. Stand around with your thumb up your ass and watch her die a terrible death. So, jetzt dürfen wir uns in Kaines Welt bewegen, oder sehe ich das so? Oh, die stärkste Bande. Du hast die wütende Kaine in weniger als 3,5 Minuten besiegt. Oh, okay. Ein Erfolg nach dem anderen. So, Kaines Leben beenden und sie von ihrer Last befreien. Dein eigenes Leben opfern, um Kaine wieder zu einem Menschen zu machen. Das ist das, was wir jetzt auswählen. Und wir wissen alle, was jetzt passiert. All die Mühe, 50 Stunden, die ich hineingesteckt habe in dieses Spiel, werden auf einen Schlag ausgelöscht. Your friends, everyone in your life will forget you. You and any sign that you ever existed will be erased. But in exchange, Kaine will return to her mortal life. Wenn du diese Option wählst, werden all deine Speicherdaten gelöscht. Bist du dir sicher? Ja, selbst wenn du dich jetzt dagegen entscheidest, kannst du jederzeit zu dieser Auswahl zurückkehren, indem du das Spiel erneut durchspielst. Bist du immer noch sicher? Ja, alle Speicherdaten dieses Spiels werden gelöscht. Daher kannst du diese Option nur einmal auswählen. Ja, dies ist die letzte Chance, deine Meinung zu ändern. Bist du ganz, ganz sicher? Ja. Es wurde der richtige Name eingegeben. Alle Speicherdaten werden gelöscht. Alter, wie das wehtut. Nicht, dass sie einfach löschen. Nein, die zeigen dir richtig, was du alles gemacht hast und was... Oh, das tut so weh. Alle Wörter, die wir eingesammelt haben. Alle Notizen. Alles wird gelöscht. Alles. Alle Dokumente. Alle Wortlisten.
Oh, unsere Stufe. Das tut so weh, ich kann da nicht hingucken. Gut, die Schüsse sind mir egal. Das tut jetzt weh. Alles weg. Alles, was wir erreicht haben, ist auf einen Schlag weg. 50 Stunden. Einfach weg. Dafür lebt jetzt keine. Und alle haben uns vergessen. Are you all right? Yona? It was you. The one who helped me, I mean. Wasn't it? Kann sie sich noch an uns erinnern? Oder warum reagiert sie so? Weil Yona hat uns vergessen. Thank you so much. I'm glad you're okay. What's wrong? Huh? I mean, you defeated the Shadow Lord and everything, but you don't look happy. I don't? Die Mondblume. The Lunar Tear. This is a Lunar Tear. How pretty. Are you crying? Yeah. I guess I am. Ein Ende, ey. It's like I just found something special. Something very special. Okay. Wir wissen ja, nachdem die Credits abgelaufen sind, kommt manchmal noch eine Szene. Beim letzten Mal war es ja Emils Kopf, der durch die Gegend flog. Mal schauen, vielleicht gibt es ja jetzt auch etwas, was wir zu sehen bekommen. Weil die Credits kann man auch nicht abbrechen. Das habe ich ja jetzt schon dreimal versucht. Es klappt nicht. Oh Gott, ey, alles weg. Ich dachte so am Anfang so, ja, dann ist es halt weg, ist ja nicht so schlimm. Easy peasy, kein Problem. Aber so jetzt, das hat sich richtig eklig angefühlt. Das hat sich richtig eklig angefühlt. So zu sehen, wie alles so zack, zack, zack verschwindet, zack, 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 zack und weg. Und dann zeigt er dir auch noch den Status an, wo dein Level ist. Also Level 46, mit wie viel Mühe ich Level 46 erreicht habe. Ich hatte überall dieses Wort drin mit den Erfahrungspunkten und... Alter Schwede. Es ist jetzt nicht so dieses Traurigsein oder so. Das hatte ich ja bei dem Wolf und sonstigem, wo man auch Pipi in den Augen hatte. Sondern das ist mehr so ein... Man muss sich das so vorstellen, man hat den ganzen Tag gebraucht, um etwas zu machen. Und einer kommt vorbei und macht einfach... Und schmeißt es um.
So fühlt sich's an, nur dass ich halt nicht einen Tag hineingesteckt habe, sondern wirklich 2 Tage, 50 Stunden. Mehr als 2 Tage sogar. Und ja, das ist hart irgendwie. Komisches Gefühl, sehr, sehr komisches Gefühl. Also in Nier Automata habe ich ja ein bisschen getrickst dabei. Ich hatte vorher ein Backup gemacht gehabt von meiner PlayStation 4 und habe dann einfach das Backup installiert. War ganz einfach. Dann waren meine Speicherstände wieder da. Ich hätte zwar auch natürlich das Save Game hochladen können, aber naja, ist halt so. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt noch passiert, weil die Musik hat jetzt ausgesetzt. Es war ja auch diese Spieluhrmusik, nicht das normale. Jetzt ist irgendwie so still eigentlich. Man hört so leichtes Zirpen. Und ein leichtes Rauschen höre ich. Oder höre ich nur das Rauschen, weil irgendwas rauscht? Okay, ich glaube, ich höre etwas rauschen, weil es hier rauscht. Okay. Entschuldigung. Nuyen. Gut. Das Zirpen und das Rauschen ist hier direkt bei uns. Entschuldigung. Ich habe das Fenster gekippt, weil hier ist es echt zu warm. Eieiei. Was für ein Spiel. Also ich muss sagen, ich habe es mir ein bisschen anders vorgestellt. Nicht so klein, würde ich jetzt sagen. Also die Welt ist winzig. Aber das, was du in dieser Welt machst, dauert alles so lange. Wir haben ja noch nicht mal alle Angelquests beendet und nicht mal alle Quests, als man noch jung war. Wenn ich gewusst hätte, dass man als Junge alles machen muss, damit man es später nicht mehr machen kann, hätte ich es vorher gemacht. Aber ja, so ist das. Man spielt halt blind, dann ist es halt so. So, und jetzt einen neuen Charakter erstellen. Langsam kommen wir dem Ende näher. Da frage ich mich, ob jetzt noch was kommt. Also, sie erinnert sich nur bruchstückhaft an uns. Unsere Schwester erinnert sich gar nicht an uns. So, das war jetzt Ende D. D wie Dora, D wie Delta. D wie dummes Gefühl. So, Speicherdaten gespeichert. Vielen Dank fürs Spielen. So. Nix da. Hier ist ein Kleiderschrank. Oh nein, ich hätte hier die ganze Zeit. Kugeln. Ich hätte sogar die Kugeln anpassen können. Das habe ich hier vorher noch nie reingeguckt, ey. Egal. So, neues Spiel. Normal. Nier. Ja. Es schneit ohne Ende. Deshalb hat Nier gesagt, er bleibt bei mir, bis es aufhört. Vermutlich wird er danach wieder gehen. Daher hoffe ich, dass er für immer, dass es für immer schneit. So, jetzt kommt scheinbar Ende E. Oh, der Anfang. Den habe ich ja ganz vergessen.
dieser Prolog, ey. Direktor Saki Ito. ...2053, Sommer. Krass wäre es jetzt gewesen, wenn wir jetzt der alte Nier gewesen wären. Nicht wieder der Bubi. Das ist Grimoire Noir. Get away, you freaks! I'll kill you all! So. Ja, los, geh zu deiner Schwester. Wir überspringen aber nichts, weil wir wissen ja nicht, was sich verändert. Es hieß zwar, es passiert irgendetwas und... Hey, you okay? Ist ganz anders. But what about those monsters? Are they gonna come back for me? Don't worry, Yona. I won't let those things anywhere near you. Sit tight. I'm gonna go see if I can find something to eat. Touch that book. Not ever. Got it? Got it. Okay. Also hat sich bis jetzt immer noch nichts verändert. Das ist immer noch gleich geblieben. Damn! How many of these things are there? Just keep coming! I won't let you lay a finger on Yona! Scheiße, warum wurde ich wieder getroffen, ey? Ich
Wie viele Bücher gibt's denn? Also hinten bei Jona liegt eins und hier liegt eins. Also entweder es gibt zwei Bücher. Also ich habe es verstanden, wenn eins davon weiß wäre und das andere noir. Das ist so cool. Stay away from my sister. Stufe 2. So this is the power of the Black Book. Ach ja, er hätte es ja am Anfang gesagt gehabt, dass er das schwarze Buch hat. Nase hat gejuckt. Okay, also bis jetzt hat sich noch nichts verändert. Ist immer noch gleich, aber wir sind ja auch noch im Prolog. Also ich weiß nicht, ich fand die Faust besser. Echt Rolle. Das mache ich ja schon die ganze Zeit. Stufe 8. Stufe 9. Wenn die nicht so lange bräuchte zum Aufladen, ey. Stufe 10. So, wieder zurück zu Jona. Jona!
Ich sollte vielleicht nicht das Rohr benutzen. Da. Oh, er hat es komplett abgebrochen. Ernsthaft? Level 30. Da liegt kein Buch. Doch, da liegt ein Buch. Yona, talk to me. It's okay, I'm fine. What about you? Those guys were nothing. Okay, good. Hey, by the way, look at this. I found it while you were gone. Wow, is that a cookie? Here, we can split it. No, you take it. No, you need to eat too. Fine, I'll take the small half. No, come on. You need to keep up your streak. Yona! Yona! Oh no. Yona? Why did you... You've always been the one helping me. So I just wanted to... No. Yona! Yona! We need help. Please, somebody, we need help! Help us! Okay, also bis jetzt hat sich nichts verändert, gar nichts. Nicht mal Mühe. Und ich habe jetzt irgendwie die Befürchtung, ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Hätte ich den Charakter nicht Nier nennen dürfen, sondern hätte ihn wieder so nennen müssen wie am Anfang, also Barry. Dass er dann Bezug darauf nimmt? Ich weiß es nicht. Aber wir mussten ja auch Barry eingeben, um den Charakter zu löschen. Nicht überspringen, ich will nicht überspringen. Ach, Yona. Also ich bin echt mal gespannt, was mit Ende E ist. Ob wir wirklich Ende E erreichen. Ob es das überhaupt gibt. Und wie sich das Spiel wirklich signifikant ändert. 1412 Jahre später. So, da sind wir wieder. Mitch Bubinier. All right, I'm heading out. Can I come with you today? Better not. I'm probably going hunting. Okay. But I'll bring you back a book from the library, okay? Yay! I'll see you later. Try and get some rest. Hundert Goldstücke.
I should go to the library and see what Popola's up to. So, hier sind die Felder, die haben wir ja noch nicht, weil wir so noch nie, die Mission noch nicht hatten mit dem Freischalten. Du kannst einen Briefkasten nutzen, um einen Fortschritt zu speichern. Das kennen wir ja schon. Und das würde ich jetzt auch gerne machen. Ich speichere jetzt ab. Und würde sagen, wir machen eine kurze Pause. Und in der nächsten Folge sehen wir dann weiter, ob sich denn das Spiel verändert, wie weit es sich verändert, ob wir Ende eh überhaupt erreichen. Ich habe keine Ahnung. Also ich bin mal echt gespannt, was da jetzt noch passiert. Ja, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen mit auf die Reise nehmen. Und ihr habt mit mir miterlebt Ende A, B, C, D. Und jetzt hoffe ich auf Ende E. Vielen Dank, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Abonnieren nicht vergessen. Daumen hoch ist auch geil. Kommentar nicht vergessen. Danke. Tschüss.